Jun, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. So, in der letzten Folge, Leute, haben wir Kreuzzüge gemacht und dann haben wir so eine Nebenmission gemacht mit einem Schwein. Das Schwein war ja richtig schlau. Ja, Schätze gefunden, was wir nicht gefunden haben, also. Ja, Leute, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Ich bin so scheiße beim Erklären, Leute. Es tut mir wirklich sehr leid. Wie komme ich verfickt nochmal rein? Wurde wohl verriegelt. Nein. Aber Moment mal. Ach, keine Ahnung, Leute. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. For your relief!
Perfekt. Perfekt. Einen Moment, Leute. Entschuldigung, Leute, es gab einen wichtigen Anruf.
Ah, scheiße! Ich muss auf die andere Seite. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Tor verleiht mir Kraft. Perfekt und... Upsi. Was siehst du da oben, Sühnen? Huh?
wurde wohl verriegelt. Wer hat den Schlüssel? Ich überblicke das Land, Freundin. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Flieg, Freundin. Naja, keine Atemschlüssel. Muss ich später wieder kommen. Das ist alles. Suche mich später wieder auf. Wir wollen nur unsere Musik mit der Welt teilen. Verwidmet euer Leben göttlicheren Taten. Mit deinem Teufelsquatsch vernichtest du unsere Lebensfreude. Gott wird euch strafen für eure barbarischen Melodien. Tanz, Musik, Lieder und Dichtung. Alles Versuchungen des Satans. Ja, Schnauze. Geh doch runter! Warum jault ihr so? Wir sind eine Bardentruppe, die mit Musik heilt.
wie eine Arznei. Doch dieser Irre, der sich selbst zum Bischof der Trümmer ernannt hat, lehnt uns ab. Er sagt, wir klingen wie des Teufels Dudelsack. Dieses seltsame Instrument aus einer Blase und Knochen? Das klingt eher wie ein altes Klageweib. Er verscheucht unser Publikum mit seinem Untergangsgerede. Dabei haben wir solche Sehnsucht nach Musik. Ein hehres Anliegen. Vielleicht muss er von eurem Talent überzeugt werden. Du würdest uns helfen? Himmelfura! Du magst auch Musik! Das ist ein gutes Zeichen. Schwör diesen unkeuschen Dingen ab, Erde! Warum erlaubst du dem Jungen nicht zu spielen? Er bringt den Menschen Freude. Musik ist der Darmwind des Teufels, ranzig und faul. Ich als Bischof der Ruinen werde das nicht dulden. Bischof der Ruinen? Ist dieser Titel von Elfred? Nein, von Gott selbst. Er sprach zu mir, als ich eines Tages auf diese Steine pisste. Ich bin sein Instrument, das diesen Teufelsklang zermahlen soll. Da bin ich aber anderer Meinung. Du hast uns große Dienste geleistet. Darüber werde ich ein Lied schreiben. Lebon! Möget ihr weiter holdes Lied gut gesinnen. Hip hip hurra, alles ist wunderbar. Ja, Raben ablecken. Nee, den brauche ich nicht. Und stell dich Gottes Urteil, Teufel! Warum betet ihr hier? Wir beten für die Stärke, uns dem zu stellen, was in der Höhle lebt. Ein Teufel in Menschengestalt, der die Bestien befehligt. Oft schon haben wir ihn gesehen, wie er wilde Tiere füttert und mit ihnen spricht. Nicht einmal die Wölfe fallen ihn an. Seid ihr sicher? Ihr Christen erkennt schnell den Teufel in Dingen, die ihr nicht versteht. Die Vögel in diesem Wald sind rastlos und greifen schnell an. Erst gestern stahl ein Fuchs ein Kind aus seiner Krippe. Ohne Zweifel, er, der rückwärts läuft, ist unter uns. Entweder wird er dort herauskommen oder wir werden hineingehen. Ja, ja. Ist das eine Menschen- oder eine Tierhöhle? Du lebst mit deinem Bären zusammen. Stimmt es, was der Mönch sagt? Tiere sind meine Freunde. Ich höre sie und sie hören mich. Den hier haben sie verletzt. Und nun wollen sie mir auch etwas antun. Aber hetzt du deine Tiere auch auf Menschen? Wer meinen Freunden wehtut, dem tue ich weh. Aber niemals einem Kind.
Du verdienst das nicht zu sterben. Du verteidigst nur die, die du liebst. Bleib hier und sorge für deinen Freund. Ich kümmere mich um die Mönche da draußen. Töte sie nicht! Das will ich nicht! Verscheuch sie nur! Sie haben nur Angst vor Tieren, weißt du? Ich weiß nicht, ob du bist, was sie glauben, aber ich habe mich um deine Peiniger gekümmert. Sie haben meine Klinge gespürt. Blut bringt Blut. Mehr werden kommen. Alles wird schlimmer. Eivin und ich gehen besser fort. Ich tat, was ich konnte. So lebe wohl und viel Glück. Ja, ich habe mich lieber von den entschieden. Warum? Weil der hat nichts getan. Er hat doch niemandem was getan. Ich werde ganz rot und mein Kopf ist wie tot. Oh nein, was habe ich mir nur dabei gedacht? Sei ihm weg. Was machst du hier mitten im Nirgendwo? Ah, jemand besucht Chiada, den Verblüffer, den verwegensten aller Rätseldichter. Hält dein Verstand meinen Rätseln stand? Es gibt Kuchen, wenn du es schaffst. Für Kuchen löse ich jede geistige Herausforderung für dich. Meinen Kopf schmiedete ein Hammer. Scharfes Werkzeug schnitt mich. Ich ward glatt gefeilt. Ich gehe in den Mund, der vor mir liegt. Nochmal wiederholen. Meinen Kopf schmiedete ein Hammer. Scharfes Werkzeug schnitt mich. Ich ward glatt gefeilt. Ich gehe in den Mund, der vor mir liegt. Nein. Schloss mit Schlüssel? Eisen mit Werkzeug bearbeitet? Der Mund könnte ein Schlüsselloch sein. Also Schlüssel und Schloss? Wundervoll! Dein Verstand glänzt. Aber gut, hier kommt noch eins. Ich sah ein komisch Dingen, gar wunderlich geformt, in der Metstub singen. Sein Schnabel unten stand es auf breiten Beinen, die nie laufen. Nochmal wiederholen? Ich sah ein komisch Dingen, gar wunderlich geformt, in der Metstub singen. Sein Schnabel unten stand es auf breiten Beinen, die nie laufen. Ein Dudelsack. Etwas, das singt. Ein Musikinstrument. Dieser Beutel, der heult und pfeift. Ein Dudelsack. Eine Sackpfeife. Sehr gut. Ein schweres Stück, das nur die schärfsten Nadeln nähen können. Nun zur letzten Prüfung.
Mein Tränendach treibt mich weithin fort auf meinem Racheweg. Wenn ich den Wald erschüttere, rüttle ich manche Frucht vom Baume. Ein Sturm. Regenwolken bedecken die Erde wie ein Dach. Blitz und Donner fegen die Eicheln vom Zweig. Ist es ein Sturm? Du bist ja heller als die Himmelslaterne. Meine Worte hielten deinem Verstand nicht stand. Solch ein Können verdient 3 Kuchen. Aber leider habe ich keinen. Der Kuchen war eine Lüge? Nicht schmollen. Hier ist eine Belohnung, die viel angemessener ist. Auf bald, Chiada. Deine Rätsel waren eine willkommene Abwechslung. Verweile noch etwas. Lies dir mein Gekritzel durch. Vielleicht gehe ich eines Tages nach Exonkester mit meinen Rätseln. Jetzt komm doch her, du blöder Pferd. Jetzt komm. Vielleicht können Blumen sie dazu bewegen, die Tür zu öffnen. Ein Mann! Du hast mich also hereingelockt. Erkläre dich. Es ist einfach so lange her, dass hier jemand langgekommen ist. Und ich wollte sicherstellen, dass du mich besuchen kommst. Indem du dich als schöne junge Maid ausgibst? Meine Mutter erzählte mir früher Legenden von vergessenen Königen, magischen Schwertern, die aus nebligen Seen auftauchen. Oft gab es eine holde Jungfrau, die einsam eingesperrt war. Ich habe mich in diese schöne Fantasie verliebt. Viel romantischer als ein Mann, der die Stunden bis zu seinem Ableben zählt. Ein trauriges Schattenspiel. Wo ist deine Mutter jetzt? Seit 3 Jahren tot, begraben unter ihren Lieblingsblumen. Ich wollte fortgehen, doch ich ertrage es nicht, sie zu verlassen. Du solltest in die Nähe anderer Leute ziehen. Deine Mutter würde nicht wollen, dass du einsam bist. Verlasse dieses Trauerhaus. Du hast recht. Sie war immer so glücklich. Lachte und sang. Es würde ihr das Herz brechen, mich so alleine zu sehen. Die Trauer darf mein Herz nicht in Ketten legen. Ich suche mir Arbeit im Dorf. Vielleicht treffe ich ein Mädchen und gründe eine Familie. Und dann erzählst du Geschichten von Königen, Helden und holden Jungfrauen. Danke, Fremder. Du hast in mir die Hoffnung auf ein süßeres Leben geweckt. Das gehörte ihr. Nimm es. Mich macht es nur noch traurig. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Leb wohl. Schön, dass du hier warst. Das war ein schöner Tod.
Ja, das nächste Mal gib dich nicht als Frau aus, bitte. Dämliches Schwein! Hallo? Hallo? Na, geht doch. So, jetzt gehe ich mal da. Mach jetzt die Mission weiter. So. Was kann ich dir heute anbieten? Oh, shit.
schön. Danach habe ich gesucht. Na, behalte ich. Blocken ist auch wichtig. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, ein meisterhaftes Stück. Ja, so treibst du deinen Feinden Angst ins Herz. Gehst du schon? Schade. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So, was bringt das? So. Ich muss sehen, was du siehst. Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Met wagen. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Gib dich nicht der Verzweiflung hin. Nein, du kannst dich beweisen. Du enttäuscht niemanden. Rüds Clan ist stark geschwächt. Wir könnten dieses Land immer noch heilen. Welche Tane riskieren jetzt noch ihre Ärsche? Oswald war der Letzte mit einem Fünkchen Tapferkeit. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen. Flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennen gegen das Torsegel. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf. Eine Armee aus den Bauern East Englas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Rüd Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Engla weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern. Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford. Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. In diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben,
werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase Bauern müssen noch mehr haben als das. Vorsicht, Ruids Clan könnte noch in der Nähe sein. Theodfort, da vor uns. Holzrauch und Asche. Ruids Männer waren hier. Ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Ruids Clan ist ein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Oswald starb, als er euch beschützte. Oswald starb bei der Verteidigung East Anglias. Bei deiner Verteidigung. Willst du das nicht auch tun? Was? Mein Leben für eine aussichtslose Sache geben? Ich habe andere Probleme. East Engler wird fallen, wenn Ruids Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Däne. Aber die Männer Theodforts haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsfrost. Es wurde vor 2 Wochen von Ruids Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodforts dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. So. Hey du, Däne, auf ein Wort. Wohl, Däne. Ihr habt gerufen? Wir haben gehört, wie du mit dem Greve sprachst. Und wir möchten an deiner Seite kämpfen. Wir schulden es Oswald für seine guten Taten und gerechte Herrschaft. Das freut mich zu hören. Zieh zu den Ruinen nördlich von Castell Buch. Dort sammelt sich die Armee.
Okay, Leute. Ich sag jetzt mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, dann sage ich au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.